So, dann machen wir doch mal schnell eine andere Farbe für den Hintergrund. Wie wäre es mit Blau oder Pink oder Grün oder Gelb? Nehmen wir Blau, das ist nice. Ein bisschen helleres Blau. That's it. Alright, then let's go! Moin, so liebe Tech-Nerds und willkommen back zu einem neuen Video. Wie man unschwer erkennen kann, geht es heute höchstwahrscheinlich um Gurken. Nee, Quatsch, um einen neuen Bild. Hat der Titel wahrscheinlich auch schon verraten. Wir bauen nämlich ein Mid-Range-Bild. Preislich gesehen so bei 1500, so irgendwie so um den Dreh. Plus, minus 100, 200, 300, keine Ahnung. Dieses Projekt hier entsteht gemeinsam mit Enermax und mit ASRock. Vielen Dank erstmal an die Partner, dass wir das gemeinsam hier machen. Das wird eine ziemlich coole Nummer und ich hoffe, es wird euch auch gefallen. Ich möchte heute nicht allzu viel labern, ich habe auch nicht was auf dem Zettel. Deswegen, in diesem Video werden wir uns die Parts anschauen, die wir verbauen werden. In dem nächsten Video werden wir das Ganze zusammenbauen und im dritten Video werden wir das Ganze dann testen, FPS checken, was kriegen wir an, ja, an Leistung und auch an Temperaturen und solchen Sachen. Genug gelabert, lasst uns die Teile checken. Womit fangen wir denn mal an? Lasst uns doch einfach mal mit dem Case anfangen. Das Case, was hier hinten steht, ich mache mal ein bisschen Platz hier. Dieses... Ich zieh's näher ran. So ist das schön, oder? Ist das schön? Ja, das ist super schön. Ist das. Als Basis hat uns Enermax das Gracefun-Gehäuse rübergeschickt. Das Ding hat eine Echtglas-Seitenscheibe. Ziemlich nice. Vor allen Dingen für den Preis findet man ein Gehäuse mit Echtglas-Seitenscheibe nicht zwingend oft. Ich glaube 50 bis 55 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Dafür kann man das online kaufen. Anschlüsse hat das Ganze ein USB 3.0, zwei USB 2.0 und zweimal Audio, beziehungsweise halt einmal In- und einmal Output. Also nichts Besonderes. Was mir besonders gut gefällt, ihr habt unten ein Baseman, so nenne ich das immer. Das ist sozusagen eine Abdeckung für das Netzteil, dass das nicht so durchscheint. Also nicht, dass Netzteile grundsätzlich hässlich wären, aber die zu verstecken, um so einen cleaneren Look zu bekommen, ja, das finde ich dann doch ziemlich nice und ist cool, wenn so ein Gehäuse das bietet. In dem Zuge hat sich Enermax nicht lumpen lassen und mir auch nochmal vier Lüfter gleich mitgeschickt, und zwar die DF Vega Serie mit blauen LEDs. Hier so vier Stück, nee, andersrum, da, vier Stück. Vielen, vielen Dank, Enermax. So viel zum Gehäuse und Lüfter. Ich stelle das mal hier so hin, damit man sieht, was wir jetzt schon angeguckt haben. So, Enermax baut nicht nur Gehäuse und Lüfter, sondern auch Netzteile, unter anderem. Zum Beispiel das Revolution Duo mit in dem Fall 600 Watt und einer 80 Plus Gold-Zertifizierung. Das ist ziemlich cool für die Effizienz. Das kommt auch mit in den Bild. So, wenn ich das dann mal ausgepackt bekomme, gut verpackt ist das Ding auf jeden Fall. So, so sieht das ganze Stück aus. Ne, hat einen Lüfter hier vorne und einen Lüfter oben drauf. Wem das jetzt nicht gefällt, das kann ja sein, also erstmal wird es durch das Gehäuse sowieso verdeckt, aber wem es nicht gefällt, der kann auch auf ein Netzteil seiner Wahl zurückgreifen oder auf, von mir aus, das Enermax XT2, das 550er oder 650er, das hat nur einen, das ist eine Geschmackssache. Natürlich darf ein Mainboard bei einem Bild auch nicht fehlen und das kommt in unserem Fall von ASRock. Das Fatality Z270 Gaming i7 Board. Das Mainboard bietet viele verschiedene Features. Eins, was ich ziemlich nice finde, ist, es hat insgesamt drei Ethernet-Stecker und einer davon ist ein 5 Gigabit Port. Das ist ziemlich cool. Vor allem, wenn man mal überlegt, wie teuer alleine 10 Gigabit Karten sind und dann eine 5 Gigabit Schnittstelle verbaut hat, ist das schon sehr nice. Zusätzlich zu den drei Ethernet-Steckern hat man auch noch die Möglichkeit, per WLAN sich zu verbinden. Denn das Board unterstützt 802.11ac Wi-Fi. Ziemlich cool. Außerdem, sehr wichtig, das Mainboard hat einen RGB-Stecker. Das heißt, man kann ja, handelsübliche LED-Strips da direkt anschließen und das ganze System zum Funkeln bringen. Ziemlich nice und ihr wisst, ich like das. Außerdem ist das Ganze auch Intel Optane Ready. Das ist eine neue Technologie von Intel. Damit soll HDD-Speicher extrem beschleunigt werden. Aber dazu mal in einem anderen Video mehr. Geht aber damit. What's coming up next? Die GPU. Das ist eine GeForce GTX 1070, die wir hier nutzen werden. Generell kratzen wir mit diesem System so am Midrange, High-End, so ein bisschen dazwischen in dem Bereich, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber auf jeden Fall haben wir eine 1070, die ordentlich Power bietet und ich wollte schon immer mal eine Nvidia-Card, also direkt von Nvidia eine Founders Edition auspacken. Das machen wir jetzt mal. Inspired by Gamers. Built by Nvidia. So sieht das Ganze aus. Man kriegt Dokumentation und einen Windows-Sound im Hintergrund. Eine E-Mail. Vielen Dank, Windows, fürs Benachrichtigen. Ja, hier ist so ein bisschen Lektüre drin. Ist jetzt erstmal unwichtig. Boah. Nices Stück Technik. Lüfter bei den Founders Editions nennt man übrigens Blower-Style, weil die ziehen hier vorne die Luft rein und pusten die hinten aus dem Slot wieder raus, sozusagen. So wird eine Founders Edition gekühlt. Im Gegensatz dazu, die ganzen Partnerkarten haben eigentlich, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, ich glaube so Open Blower oder was weiß ich, wie man das nennt. Auf jeden Fall haben die Lüfter, die von oben auf die Karte drauf pusten und die Luft sozusagen auch ein bisschen im Gehäuse verteilen. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Sowas ist auch nicht schlecht. Meistens allerdings halt ein bisschen lauter, aber auch das werden wir mal beobachten. So viel bleibt da an Hardware gar nicht mehr übrig, was wir jetzt noch brauchen. Was wir auf jeden Fall benötigen, ist eine Kühlung für die CPU. Und auch da hat Enermax an uns gedacht. Und... Hups!
uns den LIGMAX 2 120S zur Verfügung gestellt. Das ist eine All-in-One-Kompaktwasserkühlung. Wenn ich wüsste, wie sie aufgeht. Aha. Ups. So. Aha. Ja, das ist auf jeden Fall... Ja, wie machen wir das denn jetzt hier mal? So. Ja, so sieht das Ding aus. Hier ist der Radiator. Hier kommt noch ein Lüfter drauf. Der ist übrigens auch mit drin, beziehungsweise zwei Lüfter. Und das ist hier der Kühlkörper, also die Kühlplatte und auch die Pumpe. Also so alles in einem. Ne? Das Ding ist geschlossen, ein Closed Loop. Da kann man, beziehungsweise da läuft nichts aus. Das kann man aber auch nicht nachfüllen oder so. Deshalb All-in-One-Kompaktwasserkühlung. Da ist alles drin, nichts separat. Gemessen daran, dass der Build doch ordentlich Power haben wird, könnte man auf einen 240er Millimeter Radiator setzen. Das ist jetzt hier ein 120er, aber ich denke, der wird auch seinen Job machen. Vielen Dank, Enermax. Als vorletztes hätten wir dann den RAM. Der wurde uns von Crucial freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Das sind Ballistics. Das ist ein 16 GB Kit mit zwei Riegeln a 8 GB. Die Dinger kann man auf 3000 MHz übertakten. Das werden wir auch tun. Und dann sollten die auf jeden Fall ihren Job gut verrichten und dem Prozessor gut zuarbeiten. Und apropos Prozessor, ich stelle die mal hier hin. Als Prozessor für das Gerät werden wir einen Intel i7-6700K benutzen, denn ich denke, für ein Midrange wird das Ding auf jeden Fall reichen und seinen Job gut erfüllen. Und den werden wir eventuell auch noch übertakten und ein bisschen pushen, aber da mal schauen, was die Kühlung uns liefert und was sie uns auch erlaubt an Lautstärke. Ist ja auch mal wichtig. Der Prozessor steht jetzt hier nicht, aber den habe ich noch in dem Streaming-PC, den werde ich dann da rausrippen und dann hier verbauen. Tja Leute, das war's. Das sind alle Parts, die wir verbauen werden. Ich hoffe, ihr findet das Video ganz cool. Wenn ihr Fragen zu den Parts oder irgendwas anderem habt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Die ganzen Produkte findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn da irgendwie Fragen zu sind, schaut da nochmal rein, dann könnt ihr euch das nochmal irgendwie anschauen oder nachlesen. Vielen Dank an Enermax, an ASRock, an Nvidia und an Crucial für euren Support. Ich habe jetzt hier noch keine Festplatten oder sowas raus. Ich habe von Seagate noch welche. Das sind 2 TB Platten, die kommen auf jeden Fall da rein. Also eine zumindest. Und eine SSD habe ich hier irgendwo auch noch rumfliegen. Ich glaube eine Samsung oder irgendwie eine SanDisk. Ich muss mal schauen. Aber die kommen da auch noch mit rein. Die habe ich jetzt hier aber noch nicht liegen. Ne? Keine Sorge, sowas wird nicht vergessen. Also Leute, schaltet beim nächsten Video ein, wenn es denn soweit ist und wir das Gerät zusammenbauen. Und bis dahin würde ich sagen, schönen Tag, schöne Nacht, schönen was auch immer. Bis dann. Ciao.